Nach fast sechsjähriger Generalüberholung ist das Marineschulschiff Gorch Fock zu einer Probefahrt aufgebrochen. Am Vormittag legte es in Bremen ab. Wegen eines defekten Ventils wurde das Schiff von zwei Schleppern weserabwärts gezogen. Nach der Reparatur soll der Großsegler eine zweitägige Testfahrt in der Nordsee absolvieren. Die Sanierung der Gorch Fock war mit 10 Millionen Euro veranschlagt worden, kostete aber schließlich 135 Millionen Euro.